Ja, liebe Freundinnen und Freunde der Physik, ein allerletztes Mal darf ich euch und Sie ganz herzlich im Namen des Bundesministeriums für Bildung und Forschung, der Deutschen Physikalischen Gesellschaft und der Universität Regensburg ganz herzlich zum diesjährigen Highlights der Physik begrüßen. Es ist ein Wahnsinn. Also wir haben seit einer Stunde ungefähr die Zelte zu und hier brennt noch Licht und alle kommen hierher, um Professor Dr. Klaus Richter zu lauschen. Das ist ganz toll und ich möchte mich schon mal jetzt ganz herzlich dafür bedanken, dass ihr alle so mitgemacht habt. Ich hoffe, ihr hattet die Möglichkeit, in die Zelte zu gehen. Ansonsten selber schuld, weil das war klasse dort. Auf jeden Fall freue ich mich nun, Ihnen und euch noch ein letztes Mal Meisterwerke der Natur zu präsentieren, und zwar diesmal in persona auf Professor Dr. Klaus Richter. Er studierte in Kiel und Freiburg Physik und promovierte 1991 an der Universität Freiburg. Anschließend forschte er von 1992 bis 1994 als Postdoc an der Universität Paris-Sud und an der Universität Augsburg, wo er sich 1998 habilitierte. Nach der Leitung einer Arbeitsgruppe am Max-Planck-Institut für Physik komplexer Systeme in Dresden von 1996 bis 2001 hat er seit 2001 einen Lehrstuhl für theoretische Physik an der Universität Regensburg. Und nun freuen wir uns auf den Vortrag mit dem Namen Vorwärts in die Vergangenheit. Dann würde ich sagen, dann mal los. Wir freuen uns. Ja, herzlichen Dank, Herr Peschke, für diese netten einführenden Worte. Ja, ich bin auch ganz baff hier. Jetzt haben wir eine ganze Woche Physik-Highlights gehabt. Es ist der letzte Vortrag in einer langen Serie hier in der Stadt und Samstagabend. Und Sie haben nichts Besseres zu tun, als hier zu kommen und einen Vortrag über theoretische Physik sich anzuhören. Respekt. Und das auch, ja, weil gleich noch James Bond mit Musik startet, also quasi die direkte Konkurrenz. Bei der theoretischen Physik ist zumindest der Vorteil, dass ich keine Experimente machen muss. Wir wissen ja oft, dass die nicht so funktionieren, wie man das denkt, haben wir immer wieder gesehen. Und deswegen will ich kurz sagen, worum es im Vortrag geht und worum es auch nicht im Vortrag geht. Der Titel heißt ja als Untertitel Zeitumkehrspiegel in der Quantenphysik. Und bei Zeitumkehr denkt man vielleicht an Zeitmaschinen oder an Zeitreisen. Und das ist natürlich ein altes Genre, da sind zig Bücher geschrieben worden über Zeitreisen. Ich glaube, dieses Buch von A.G. Wells ist mit das erste, das sozusagen das ganze Feld getriggert hat, von etwa 1900, eben The Time Machine. Und dann gibt es natürlich jede Menge weitere Bücher und viele Filme. Ich kenne insbesondere und viele sozusagen in meinem Alter wahrscheinlich noch eben den Film Zurück in die Zukunft, diese Trilogie, wo wir hier nochmal Doc Brown sehen, der den jungen Marty McFly sozusagen eine Zeitmaschine gebaut hat. Die sieht man da oben. Das ist dieser Sportwagen, den er umgebaut hat, sodass Marty dann eben in die 50er Jahre, der Film spielte in den 80ern, glaube ich, eben zurückreisen konnte, also in die Zeit, wo seine Eltern noch Jugendliche waren. Und dann habe ich auch die Teile vergessen, aber ich glaube, es ging im Wesentlichen darum, dann, dass Marty eben die Welt retten musste damals. Insofern sind letztendlich Zeitreisen und eben Zeitmaschinen schon fantastisch irgendwie und auch wirklich spannend. Aber auf der anderen Seite muss man natürlich auch immer fragen, wie weit ist das realistisch? Und jetzt könnte man dahin gehen und sagen, ich halte einen Vortrag, einen populärwissenschaftlichen Vortrag, ja, über die Physik der Zeitreisen. Ist das möglich? Was sind die Grenzen? Dann kämen Aspekte ins Spiel wie Wurmlöcher oder Parallelwelten oder Überlichtgeschwindigkeiten, alles Dinge, die man sich vorstellen kann, aber am Schluss bleibt es immer Fiktion. Zeitreisen in der Weise, wie sie hier dargestellt werden, das heißt, wo man wirklich lange zurück in die Vergangenheit oder weit in die Zukunft geht, die funktionieren eben heutzutage nicht. Deswegen sind wir ein bisschen bescheidener. Ich fange ein bisschen kleiner an, wir gehen ins Kleine. Wir können ja fragen, wenn das jetzt nicht möglich ist, dass der Marty hier 30 Jahre zurückreist in der Wirklichkeit, vielleicht kann man das ja zum einen auf kleinen Skalen für kurze Zeiten machen und zum anderen vielleicht auch mit kleinen Systemen. Nicht ein ganzer Mensch, nicht hier, wie man da oben sieht, hier dieser Sportwagen, sondern eben kleine Systeme. Und wenn man das fragt, dann kommt man sehr schnell in die Quantenphysik.
Die Quantenphysik hat ja eine große Rolle gespielt, die ganze Woche über. Das war das Motto praktisch der Highlights hier in Regensburg. Und wir werden auch zur Quantenphysik kommen. Und dann ganz am Schluss auch zu den Quantencomputern. Die wir sind ja fast in jedem Vortrag, glaube ich, genannt worden. Auch da werden wir am Schluss noch kurz die streifen und sehen, dass sozusagen Zeitreisen im Kleinen da durchaus wichtig werden, um zu verstehen, wie Quantencomputer, wie gut die funktionieren. Gut, aber jetzt, ehe wir damit beginnen, sozusagen gehen wir mal zurück sozusagen in die makroskopische Welt und sind zurück im beschaulichen Regensburg, wo hier eben die Donau fließt, die schon andeutet, die Zeit hat irgendeine Richtung. Dinge geschehen und laufen weiter. Man spricht eben von dem Fluss der Zeit, dem Lauf der Dinge. Und das ist ein Aspekt, der ursprünglich durch Arthur Eddington gefasst wurde. Der hat nämlich den Begriff des Arrows of Time sozusagen vorgeschlagen, also des Zeitpfeils, der eben ausdrücken soll, eigentlich läuft die Zeit immer eine Richtung und die Zeitmaschinen versuchen das eben sozusagen zu umgehen. Und das hat eben damit zu tun, dass die üblichen Prozesse, die ablaufen, wie das Wasser, das die Donau runterfließt, das geht in eine Richtung. Das Wasser fließt nicht plötzlich andersrum, sondern wir haben hier eben tatsächlich in der Erfahrung nicht umkehrbare Prozesse und wir Physiker nennen das oft irreversibel. Ist also nicht reversibel, wir können es nicht einfach umdrehen. Und das kann man anhand einer ganz einfachen Beispiel noch vielleicht noch illustrieren. Und das sieht man hier. Also hier hat man eine Tasse, die stand hier vielleicht vorher hier auf der Bühne, ist runtergefallen und zerbrochen. Nichts Besonderes natürlich. Das entspricht genau den Gesetzen der Thermodynamik und das dem, was wir erfahren und erwarten. Wenn sie runterfällt, zerbricht sie. Soweit okay. Und als Physiker würde man das dadurch beschreiben, dass man sagt, okay, bei dem Vorgang ist die Entropie gewachsen. Die Entropie will ich jetzt nicht genauer beschreiben oder erklären. Für uns reicht es aus, dass man sagt, Entropie ist sowas wie Unordnung, die Zunahme der Unordnung. Durch das Runterfallen und die Scherben ist die Unordnung gewachsen. Wir wissen auch, wenn man ein Kinderzimmer anguckt am Abend, dann ist da meistens auch die Entropie zugenommen. Ich muss aber auch sagen, in meinem Büro zu Hause in der Uni, das kann hier die Frau Meier auch bestätigen, leider aus dem Sekretariat, auch da nimmt die Entropie leider zu oft. Das ist also die eine Richtung. Also es wird irgendwie alles immer unordentlicher, ohne dass man was macht. Jetzt ist es aber so, dass es weitere Gesetze der Physik gibt, die würden durchaus erlauben, dass praktisch der Film hier rückwärts läuft. Das ist nicht verboten. Es könnte also sein, wenn die Scherben da unten liegen, dass die plötzlich wieder sich zusammensetzen und hier die Tasse wieder hochschwebt. Und das sind die Gesetze die fundamentalen Gesetze der Mikrophysik. Also einem ganz einfachen Beispiel, man hat zwei Körper, die laufen aufeinander zu, werden sozusagen treffen sich, werden abgestoßen und laufen weiter. Das ist ein Mechanismus, der genauso andersrum laufen kann. Und die Newtonschen Gesetze der klassischen Physik oder die Gesetze der Quantenphysik, die häufig ja auch genannt wurden, die sagen, das kann in beide Richtungen laufen. Es gibt keinen Zeitpfeil auf der ganz kleinen Ebene. Und das ist ja komisch, da hat man also die Physik, die eigentlich immer doch die Wahrheit sagt. Da haben wir jetzt physikalische Gesetze der Thermodynamik, die sagen, da ist ein Zeitpfeil. Und andererseits eben diese Mikrogesetze, die fundamentaler sind und dem widersprechen. Gut, das ist lange bekannt und da gab es in der Wissenschaft, ist das sehr bekannt, eine Kontroverse im 19. Jahrhundert zwischen zwei ganz berühmten theoretischen Physikern. Auf der einen Seite ist das Ludwig Boltzmann, das war wirklich ein Hero der statistischen Physik des 19. Jahrhunderts. Der hat den Begriff der Entropie überhaupt geprägt. Und der hat ihm gesagt, Entropie wächst mit der Zeit, gerade so wie ich das dargestellt habe. Und sein Lehrer, das ist hier Josef Loschmidt, auch aus Wien, der hat ihm widersprochen und gesagt, er hat eben genau sozusagen den Standpunkt der Mikrophysik angenommen und gesagt, ja gut, aber die ganzen Gesetze, wie die Newtonschen Gesetze, die kann man ja einfach umdrehen. Da können ja auch dann kann man die Teilchenbewegung umdrehen. Wenn man das tut, wir werden das gleich noch besprechen im Detail, dann hat man ja quasi so eine Art Zeitmaschine, man wandert rückwärts in der Zeit. Und Boltzmann, ganz Pragmatiker, hat dann sich nicht groß darauf eingelassen und hat gesagt, okay, wenn du das vorschlägst, dann mach's doch. Dann dreh doch einfach die Zeit um oder dreh die Teilchen um. Und jetzt kommen wir eben auf sozusagen Loschmidts Vorschlag, der eben Boltzmann seinen Schüler widerlegen will. Und dazu kann man sich vorstellen, wir haben einfach so diesen blauen Kasten, das ist wie sozusagen so ein Billard oder so ein Kubus, wo sich hier am Anfang ganz viele Teilchen in einem Punkt befinden. Sagen wir 10 Gasatome.
Und das Gedankenexperiment, was dann als Loschmidt-Paradoxon in die Literatur einging, ist das Folgende, dass man sagt, okay, wenn die Teilchen hier losfliegen in alle Richtungen, dann werden sie hier an den Wänden wie so ein Billard hin und her reflektiert und sie treffen sich selbst. Und am Schluss, nach einer Weile, sieht das so aus wie hier. Da haben wir die 10 Teilchen an verschiedenen Punkten. Und die Pfeile, die man hier sieht, das sind, die geben praktisch die Geschwindigkeit, die Richtung an, wie sich die Teilchen gerade bewegen. Und jetzt hat Loschmidt gesagt, okay, jetzt brauche ich ein paar Dämonen. Jetzt brauche ich kleine Männchen sozusagen, oder die können sozusagen kurz mal das einfrieren. Die frieren die Teilchen ein, messen, wo die sind und deren Richtung. Und das Ganze ist ja ein Gedankenexperiment, insofern kann man sich das so vorstellen. Und was die Dämonen dann machen, ist, die kehren einfach die Pfeile hier um. Das heißt, die Teilchen laufen jetzt genau dann in die andere Richtung los. Und wenn die Dämonen das genau optimal machen, dann, surprise, surprise, ist es klar natürlich, dass am Schluss, wenn man die Zeit weiterlaufen lässt, nach genau der gleichen Zeit, so wie die hier auseinandergelaufen sind, laufen die wieder zusammen und treffen sich in einem Punkt. Und das ist eben Loschmidts Argument zu sagen, letztendlich kann das Ganze wieder rückwärts ablaufen und da geht man ja am Schluss wieder in den Ursprungszustand zurück, also wie in einen Zeitspiegel hat das gedreht. Und soweit ist das auch okay. Man kann jetzt eben, Loschmidt kann argumentieren, wenn ich dann die genauen Positionen, Geschwindigkeiten kenne, dann kann ich ja die Vergangenheit rekonstruieren oder auch beliebig in die Zukunft rausrechnen. Das stimmt zwar alles, aber hier kommt, jetzt kommen zwei Aspekte ins Spiel, mit denen Loschmidt nicht gerechnet hatte. Oder zumindest die er da noch nicht präsent hat. Das eine ist die Statistik, da kommt Boltzmann ins Spiel. Und das andere ist die Chaostheorie. Die ist letztendlich 100 Jahre später entwickelt worden. Loschmidt konnte gar nicht wissen, dass es sowas gibt. Und Chaos macht dem Dämon hier das Leben schwer. Das wollen wir im Folgenden erklären, wobei ich jetzt schrittweise vorgehe. Im ersten Schritt werde ich nochmal über Statistik sprechen, ehe wir hier den Dämon ins Spiel bringen. Denn man könnte ja sagen jetzt, vielleicht brauchen wir den Dämon gar nicht. Vielleicht warten wir einfach ab, die Teilchen bewegen sich hier hin und her und irgendwann werden die sich schon zufällig wieder am gleichen Punkt treffen. Dann ist man ja auch in der Zeit zurückgegangen, denn man ist ja wieder am Ausgangspunkt. Und das kann man leicht messen und berechnen. Da kann man sich vorstellen, man nimmt einfach hier sozusagen einen kleinen Kubikzentimeter und die Luftmoleküle da drin. Da sind ganz, ganz viele Luftmoleküle eingesperrt und dann öffne ich den und lasse die raus in einen Kubikmeter Vakuum. Das ist hier dargestellt, das ist hier eine Simulation. Da sind am Anfang alle Luftmoleküle hier in einer kleinen Ecke und die lässt man expandieren. Und dann sind die in einem größeren Kubus. Und jetzt kann man sich die Frage stellen, ja, ohne den Dämon ist es vielleicht zufällig möglich, dass irgendwann müssen die ja sich wieder in dem treffen. Das kann ja passieren. Man kann eben jetzt ausrechnen, wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, dass wenn mal sozusagen die Büchse der Pandora geöffnet wurde und die ganzen Luftmoleküle sich verstreut haben, wie hier im Raum, kann man sich fragen, in dem ganzen Raum haben wir Myriaden von Luftmolekülen oder Atomen auch, was ist die Wahrscheinlichkeit, dass die sich alle zusammenziehen und plötzlich bei Herrn Peschke da in der Tür versammeln. Das wäre ganz schlecht für uns, denn dann wäre ja hier Vakuum, wir können nicht mehr atmen. Nur Herr Peschke hätte einen super Sauerstoff. Und dann kann man jetzt eben abschätzen, was ist die Wahrscheinlichkeit. Und die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert, ist 1 zu 10 hoch 10 hoch 25. Das kann man jetzt schwer abschätzen, man kann das anders auftragen und sagen, okay, was ist 10 hoch 10 hoch 25? Das ist eine Zahl, die beginnt mit 0,000, dann kommen 10.000 Trilliarden Nullen und dann die 1. Das heißt, man kann lange warten. Das ist auch der Grund, wenn ich auf das Kinderzimmer oder Wohnung zurückkomme, dass wenn man nach Hause kommt, eine Wohnung sich nie zufällig aufgeräumt hat. Im Prinzip kann das passieren, nur es passiert eben so selten nur. Das ist genau sozusagen, also wenn man rein statistisch warten würde, bis die Zeit sich zurückgedreht hätte. Okay, also insofern brauchen wir die Dämonen. Und ups, da ist mir schon ein Schritt zu weit gegangen. Hier kommt erstmal jetzt das Chaos ins Spiel. Wir haben ja eben gesehen, die Dämonen drehten die Geschwindigkeiten um, sodass die ganzen Moleküle und Atome wieder zusammenliefen. Chaos bedeutet jetzt aber, dass die kleinste Störung, den kleinsten Fehler, den der Dämon macht, der wird größer und breitet sich aus und vermeidet dann oder das und erlaubt eben nicht, dass ein Prozess dann umgekehrt abläuft wieder. Oder man hat eben, auch wie bei den Molekülen hier, von außen Einwirkungen.
die das vermeiden oder nicht erlauben. Das heißt, Chaos arbeitet gegen das Zurückdrehen der Zeit, sozusagen der große Opponent. Und um das besser zu verstehen, muss man erstmal verstehen, was eigentlich Chaos ist. Und um Chaos zu verstehen, muss man erstmal verstehen, was Ordnung ist. Also Chaos hat was mit instabil zu tun und Ordnung mit stabil. Und da kommen wir jetzt wieder zum Billard. Wir haben ein Gas, das besteht nur aus zwei Atomen praktisch, also zwei Billardkugeln. Und haben hier die Situation, wo im Grunde alles kontrollierbar ist, wie ich gleich erklären werde, und stabil. Und die Frage hier ist, typische Frage beim Billard, man will hier sozusagen, hier ist ein Spieler, der will die weiße Kugel mit dem Kö anstoßen, sodass das über mehrere Banden, was schwer genug ist, kriegt man nie hin so. Im Idealfall, wenn die Kugel der schwarzen Linie folgt, dann trifft sie die andere Kugel. So weit, so gut. Wenn der Billardspieler einen Fehler macht, und das macht man immer unweigerlich, der mag noch so klein sein, dann ist das bei dem Vierbandbillard hier nicht so schlimm. Nämlich der Fehler, das ist hier zum Beispiel die weiße gestrichelte Kugel, nicht, da stimmte der Winkel nicht ganz, dadurch läuft die so ein bisschen auseinander, aber nur sehr langsam. Das heißt, der Fehler wächst langsam, die Physiker würden sagen, linear mit der Zeit. Das Ganze ist also sehr fehlerfreundlich, weil eben letztendlich alles relativ stabil ist. Kleine Fehler, die werden einem nachgesehen praktisch. Gut, das ändert sich jetzt, wenn mehrere Kugeln im Spiel sind, wie bei dem Gas. Und da kann man sich jetzt eben ein Beispiel nehmen. Und da habe ich mich hier sozusagen orientiert oder leiten lassen von einer Wette, die ein Kollege von mir aus der theoretischen oder mathematischen Physik mit einem Snookerspieler einst abgeschlossen hatte. Das ist John Keating aus jetzt Oxford. Der hat mit einem Snookerprofi gewettet, dass dem Snooker-Profi es nicht möglich sein wird, dass, wenn man hier links die Kugel hat, jetzt kommt man mit dem Kö praktisch, jetzt hoffe ich, dass die Kamera mitgeht, das Kö muss praktisch jetzt hier anstoßen. Und dann ist die Frage, ob durch eine Kettenreaktion, ob man das so genau anstoßen kann, dass eben tatsächlich Kugel für Kugel die nächste mal anstößt und am Schluss die siebte Kugel noch getroffen wird. Und gut, was wird normalerweise passieren? Die erste Kugel, wenn man nicht genau horizontal spielt, dann macht man eben einen kleinen Fehler. Dann geht die weiße Kugel vielleicht ein bisschen zu hoch. Die trifft die erste rote Kugel etwas zu weit oben, die geht läuft nach unten weg, trifft die nächste wieder und das schaukelt sich eben auf. Sozusagen der Winkel, mit der die jeweilige Kugel dann wegläuft, wächst und wächst. Und jetzt kann man eben fragen, gelingt das, sieben Bälle zu treffen? Ich kann auch Sie fragen. Also meinen Sie, die mal Snooker gespielt haben, ich habe da ein paar schon den Steve Thompson weg gesehen, der hat viel Snooker früher gespielt. Ist es möglich, wie viele Kugeln würde man treffen, wenn man einfach als Laie oder sozusagen Hobbyspieler spielt? Oder die Frage, jetzt im Hinblick auf die Wette, was schafft ein Profi? Schafft er sieben Kugeln oder vielleicht sechs oder fünf? Ganz schwer zu sagen. Jetzt muss man natürlich dazu sagen, wie weit sollen die Kugeln auseinander sein. Wenn die ganz dicht sind, ist natürlich einfach. Die Wette, da war es so etwa 25 Zentimeter. Also auf einer Skala von 2 Metern waren so die Kugeln verteilt und darum ging es. Gut, und mein Kollege ist mathematischer Physiker, der konnte es natürlich im Voraus ausrechnen. Und der konnte ausrechnen, dass letztendlich die Bewegung einen chaotischen, eben nicht linearen, im Grunde nicht vorhersagbaren Verlauf nimmt. Und nichtlinear heißt hier, der anfängliche Fehler, den man macht, der wird mit jeder Kugel exponentiell schnell größer. Vor 3 Jahren hätte ich genauer erklären müssen, was exponentiell heißt, exponentielles Wachstum. Seit Corona wissen wir das alles, was eben exponentielle Anwächse bei Raten angeht. Deswegen lasse ich das einfach weg. Ich habe hier eine Formel, die sagt eben, hier sieht man auch einen Exponenten. Für uns reicht es, es geht extrem schnell. Und extrem schnell heißt, der Fehler wird extrem schnell größer und damit ganz schnell unkontrollierbar oder unvorhersagbar. Und deswegen hat Loschmidts Dämon eben ein Problem. Der müsste exakt sozusagen die Zeit umkehren und die Geschwindigkeiten, damit nichts passiert. Die kleinste Änderung würde sozusagen was bei ihm kaputt machen. Okay, um kurz noch das aufzulösen. Also der Snooker-Profi hat verloren, kann ich gleich sagen, er hat es nicht geschafft. Man kann jetzt fragen, wie genau müsste ich denn spielen, damit ich tatsächlich alle treffe fiktiv? Hat da jemand eine Idee? Also darf der Fehler 1 Grad sein oder 10 Grad oder 0,1 Grad oder so? Am Schluss kann man das auch leicht ausrechnen. Der Fehler muss ein Zehntausendstel bis Hunderttausendstel Grad sein oder kleiner.
Und darunter kann man sich jetzt wieder nichts vorstellen, was ist ein Hunderttausendstel Grab. Aber man kann es dadurch sich klar machen, dass wenn ich jetzt hier, wenn hier die weiße Kugel hier lege, man hätte ein Kö und könnte super gut mit der Genauigkeit Richtung Uni zielen, dann braucht man die Genauigkeit, um James Bond seine Pistole aus der Hand zu schießen mit dem Kö. Das ist sozusagen also auf der Skala von 4 Kilometern, um da die nächste Kugel zu treffen, das ist nur, diese Genauigkeit ist nötig. Chaos bedeutet, dass man nur auf 2 Metern das schafft. Dass auf 2 Metern schon alles sozusagen negiert ist. Gut, also das ist sozusagen der große Feind vom Loschmidt, Coach Dynamic. Sie kennen das vielleicht auch unter einem Schlagwort und das ist der Schmetterlingseffekt. Also auch wieder etwas verkürzt dargestellt. Schmetterlingseffekt heißt kleine Ursache, große Wirkung. Und ich habe die Folie hier mit aufgenommen, weil das genau vor 50 Jahren, als die Chaosforschung sich entwickelt hat, in den 70er Jahren, da hat Ed Lawrence eben gefragt, suggestiv, does the flap of a butterfly's wing in Brazil set off a tornado in Texas? Das können wir jetzt münzen auf sozusagen Deutschland, unsere Zeit. Was Sie hier sehen, Herr Peschke hat ja erwähnt, ich habe in Kiel studiert. Das ist hier meine Heimatstadt Kiel mit der Kieler Förde. Und das ist ein Tornado vom Oktober 2021. Man kann sich fragen, war da irgendein Schmetterling hier in Regensburg, dessen Flügelschlag praktisch den Tornado in Kiel ausgelöst hat? Das ist natürlich Quatsch in dem Sinne. Aus 2 Gründen geht das nicht. Erstens gibt es kaum noch Schmetterlinge, die das machen könnten. Und zweitens ist es eben sozusagen im übertragenen Sinne gemeint, dass das geschieht. Und dass es nicht geschieht, liegt daran, dass das Wetter nicht vollständig chaotisch ist. Das Wetter ist komplex, aber schon relativ stabil. Und das bringt mich aber zu einer anderen, eher sozusagen wesentlich wichtigeren Thematik, wo auch der Butterfly-Effekt tatsächlich eine Rolle spielt. Und da geht es um Klima und sozusagen das Erdklimasystem, was eng damit verbunden ist. Da ist es auch so ähnlich. Unser Klima ist ein komplexes System. Und das will ich jetzt nicht ausführen, das wäre ein anderer Vortrag. Komplexe Systeme bedeutet nicht, alles ist chaotisch und geht durcheinander. Das sind normalerweise komplizierte Systeme, die am Rande des Chaos leben. Also wie die Menschheit hier. Es ist alles relativ regulär, ab und zu passiert was Schreckliches oder auch was Positives. Und das System ist an sich stabil, aber man kann es eben durch Störungen instabil machen. Und das tun wir alle im Augenblick. Das ist die Erderwärmung. Wenige Grad, sozusagen der Butterfly, reichen aus. Und das ist hier eine Studie des Potsdam-Instituts für Klimaforschung von diesem Jahr, von Science 2022, dass sogenannte Kippelemente tatsächlich entstehen können, die zu Großkrisen führen. Und das möchte ich an einem Beispiel zeigen und dann kommen wir aber zurück wieder auch zu unserer Thematik, die aber damit verbunden ist. Und das Beispiel eines Kippelementes ist hier der Grönland-Eisschild. Der ist über Jahrmillionen Jahre, ist er immer oszilliert. Ein bisschen, Sie haben ja gerade, die Expertin hat ja gerade hier einen Vortrag gehalten. Der letzte Vortrag, ich weiß nicht, ob einige von Ihnen da waren, da ging es ja genau um eine Expedition, glaube ich, in die Antarktis in dem Fall. Die könnte das viel besser erklären als ich. Aber an sich ist es ganz einfach. Das Grönlandeis existiert so lange, weil immer ein bisschen was schmilzt unten im Wasser, aber es schneit eben wieder auch. Und das ist sozusagen so, geht immer hin und her. Es wird ein bisschen kleiner und ein bisschen größer wieder. Es ist eine stabile Bewegung gewesen. Dadurch, dass wir jetzt den Butterfly haben, nämlich die Erderwärmung um 1 bis 2 Grad geschieht, schmilzt mehr. Und dieser Kreislauf gerät aus dem, sozusagen dem Gleichgewicht. Und zwar in dem Sinne, dass man es dadurch stört in eine Dynamik, die eben nicht mehr stabil ist, sondern chaotisch und instabil. Und das bedeutet beim Eisschild hier, dass der Eisschild schmelzen könnte. Das ist noch unklar. Also die Veröffentlichung sagt, es ist durchaus wahrscheinlich, dass bei einer Erhöhung von 1 bis 2 Grad das geschieht. Und das wäre schon fatal. Das hieß, in diesem Jahrhundert würden schon die nur durch diese eine chaotische Katastrophe der Spiegel der Meere um 1 Meter anwachsen. Klingt wenig, bedeutet aber schon, dass Holland zum Teil unter Wasser ist. Und insbesondere muss man überlegen, dass wenn man weiß, dass das mal begonnen hat, dann dauert es ein paar hundert Jahre, aber dann wäre der Erdspiegel um 7 Meter angewachsen. Dann habe ich große Angst um Kiel, aber dann ändern sich sowieso alle Küsten vollkommen. Das heißt, es ist wirklich, diese Kippelemente sind Großrisiken. Und deswegen kann man auch so sagen, wenn man dagegen nichts macht, dann lebt man praktisch nach dem Motto, nach mir die Sintflut.
die Sintflut mit 7 Meter höheren sozusagen Meeresspiegeln. Gut, das ist sozusagen aber auch ein super Beispiel dafür für einen irreversiblen Prozess. Hier hilft keine Zeitmaschine. Da gibt es keine Zeitmaschine, die das noch umkehrt. Wenn das losläuft, dann geht es seinen Gang und wir können nichts machen. Gut, soweit also zu Chaos, Irreversibilität. Ich habe jetzt noch einen Aspekt aber vergessen hier und da kommen wir jetzt nochmal zu dem Loschmidt-Paradoxon zurück, der wieder die Dämonen betrifft. Und das ist die Tatsache, dass ja Boltzmann vorgeschlagen hatte in dieser Kontroverse an Loschmidt, ja gut, wenn das möglich ist, das sozusagen die Bewegung andersrum laufen zu lassen, dann mach's doch. Und Loschmidt hat hier sein Gedankenexperiment, ist natürlich einfach, hat man da in Gedanken die Dämonen, die hier die Geschwindigkeiten umdrehen. Aber kann sich ja fragen, wenn ich überhaupt in der Zeit rückwärts laufen will, dann muss ich ja einen Mechanismus haben, das zu machen. Ich kann jetzt nicht meine Gasmoleküle hier anhalten und dann irgendwie in eine andere Richtung anstupsen. Und jetzt kommt die Quantenphysik langsam ins Spiel. Und zwar eine geniale Idee, jetzt gehen wir vom 19. ins 20. Jahrhundert, von jemandem, den kennen die meisten von Ihnen nicht, wahrscheinlich Erwin Hahn, ist vor 5 Jahren gestorben, im hohen Alter von 95 oder so. Mit dem ist das Konzept des Spin-Echos verknüpft. Ich erkläre gleich im Detail noch, was das ist. Da sieht man so ein Bild, schwarz-weiß, typisch 50er Jahre, und man sieht hier so einen kleinen Huppel. Und das entpuppt sich als ein Echo, was extrem wichtig geworden ist, wie wir gleich sehen werden. Was der Hahn erreicht hat, er hat sozusagen eine Methode gefunden, wie man Dämon spielen kann und Geschwindigkeiten invertiert. Und dazu müssen wir ganz kurz verstehen, was jetzt hier die Spins sind und was das Echo bedeutet und was die Methode ist. Das machen wir jetzt den Schritt, also der Reihe nach. Als erstes muss man sagen, okay, was ist jetzt ein Spin? Spins ist eine zusätzliche Eigenschaft, die Elementarteilchen wie Elektronen oder Kerne haben. Wie man immer weiß, Elektronen haben eine Ladung, aber sie haben auch zusätzlich so ein kleines magnetisches, so ein Minimagneten, der mit ihnen assoziiert ist. Und normalerweise hat man jetzt ganz viele Elektronen hier oder Kerne, die haben alle ihre Magneten, die sind in beliebige Richtungen ausgerichtet. Jetzt weiß man aber vom Magnet oder von der Kompassnadel, wenn man ein Magnetfeld hat, dann richten die sich ja entlang des Magnetfeldes aus. Und das ist hier links angedeutet oder hier auch angedeutet, man schaltet Magnetfeld ein und die sozusagen stellen sich so aus. Das ist die zweite Sache. Das wird ganz am Schluss wichtig, das ist extrem wichtig auch für Quantencomputing. Da hat man nämlich solche Elektronen, solche Quantenobjekte, die diese Magneten haben, die entweder nach oben oder unten zeigen. Und das kann man assoziieren, wenn Sie an einen normalen Computer denken. Hier sitzen auch junge Leute, die kennen vielleicht auch sich genau mit den Algorithmen aus. Computer bestehen im Grunde aus Einsen und Nullen. Man hat immer Zustand 1, meinetwegen die Magnetisierung zeigt nach oben, oder 0, der Magnet zeigt nach unten. Das ist ein normales Bit. Jetzt haben wir aber hier Quantenelemente, Elektronen, und die bilden dann ein Quantenbit mit 0 und 1. Und am Schluss kommen wir darauf zurück, das brauchen wir hier noch nicht. Hier brauchen wir noch einen anderen Aspekt. Und zwar den, dass die um die Achse auch rotieren. Da kommt das Kreiselbild ins Spiel. Ein klassisches Bild, das ist hier links angedeutet. Hier haben wir unseren kleinen Mikromagneten und hier die Magnetrichtung. Und der kreiselt sozusagen wie ein normaler Kinderkreisel im Schwerefeld. Haben wir jetzt hier den Mikromagneten, der kreiselt so rum oder auch umgekehrt. Und das ist also das, was letztendlich der Herr Hahn genutzt hat, gleich in seinem Protokoll, wo er im Kleinen die Zeit umkehrt. Und das sehen wir hier, das kann jeder bei Wikipedia sich sozusagen runterladen. Ich hoffe jetzt, dass das hier die Animation funktioniert. Ich lasse einfach mal laufen, aber sag, womit es beginnt. Also Ausgangspunkt ist, wir haben die ganzen kleinen Spins in alle, wir haben viele, die zeigen alle in eine Richtung, nämlich in eine Richtung des Magnetfeldes nach oben. Und jetzt läuft die Zeit los und dann steht hier 90 Grad und plötzlich sind die nach links, rechts gekippt. Was ist da passiert? Sogenannter 90-Grad-Puls. Da wurde ein Magnetfeld, ein ganz starkes, senkrecht dazu angelegt. Und dann folgen die Spins erstmal dem, die wollen ja immer in Richtung des starken Magnetfeldes, die folgen dem, kippen, dann wird es aber wieder ausgeschaltet. Und jetzt kommt die Kreisel. Geschichte ins Spiel. Jetzt fangen die an, sozusagen wie ein Kreisel, um das immer noch existierende senkrechte Magnetfeld rumzulaufen. Das ist hier schon angedeutet. Die haben da angefangen, es sind mehrere, die da kreiseln. Und das Entscheidende ist jetzt, dass diese Spins oder Elektronen oder Kerne,
Die sind verteilt in einem Molekül, Riesenmolekül vielleicht, und haben dadurch verschiedene Umgebungen. Und dadurch ist die Kreiselgeschwindigkeit, mit der die rotieren, verschieden. Die laufen also außer Phase. So ähnlich wie vorhin die ganzen Punkte bei Loschmidt und Boltzmann, wo die ganzen Atome sich sozusagen verteilt hatten. Und jetzt kann man mal hier die Zeit weiterlaufen lassen und macht sowas Ähnliches. Da steht 180 Grad. Da macht man wieder einen Puls, der sozusagen die ganzen mit einem starken Magnetfeld jetzt alle Spins, gerade Magneten, umkippt in die andere Richtung. Jetzt sind sie hier. Und jetzt lässt man sie wieder weiterlaufen und tatsächlich laufen sie wieder zusammen. Und in dem Moment, wo sie zusammenlaufen, misst man ein Echo. Und jetzt kann man das nochmal anders erklären. Das war jetzt sozusagen die Erwin-Hahn-Variante des Spin-Echos. Man kann das hier anhand dieses Bildes erklären. Was da passiert, ist das Folgende. Man hat hier mehrere Läufer, die laufen verschieden schnell. Jetzt findet der Startschuss statt. Die Läufer laufen los und laufen und laufen. Hier ist der schnellste. Und nach einer gewissen Zeit kommt ein weiteres Signal und dann sollen die Läufer zurücklaufen. Okay, müssen sie anhalten, laufen zurück, aber wenn der schnellste natürlich schnell ist, wenn die perfekt wieder zurücklaufen, treffen die sich alle wieder gemeinsam hier an der Startlinie. Das ist im Grunde genau das, was hier mit den Spins passiert sind. Manche bewegen sich schnell, manche langsam, aber durch dieses sozusagen Zurücklaufen, das ist ein Zurücklaufen in der Zeit dann, kommen die wieder gleich an und das führt hier zum Echo. Jetzt, wenn man die Läufer hat, ist das natürlich idealisiert. Jetzt kann es ja sein, dass die Läufer, dass da noch Wind herrscht, eine Windböe kommt oder die Läufer haben eben nicht so viel Puste und schaffen, können nicht immer gleich schnell laufen. Und das führt eben dazu, dass sie doch nicht alle gleich am Schluss, alle wieder gleich hier ankommen. Und ganz ähnlich ist es auch beim Spin-Echo und nachher bei den Quantencomputern. Man hat immer irgendwelche Störungen von außen. Bei den Spins ist es so, dass man noch Radiowellen hat oder andere Effekte, die dazu führen, dass eben nicht, wie ich von hier zeigte, nicht, dass die alle gleichzeitig ankommen, das ist der Idealfall, sondern die werden ein bisschen verzögert kommen. Und die Höhe des Echos, die gibt darüber Aufschluss. Das heißt, das ist eine Methode, wo man messen kann, wie gut kann ich denn mein System rückwärts laufen lassen in der Zeit und wieder vorwärts. Gut, das ist schon viel Physik hier, die wir hier Samstagabend machen. Aber, glaube ich, wichtig, weil das sozusagen das erste Protokoll war für eine kleine Zeitmaschine und aus einem ganz anderen Grund. Und den will ich kurz erwähnen. Das, was Erwin Hahn hier gemacht hat, war ein Paradebeispiel zu geben für die Relevanz der Grundlagenforschung. Und die Grundlagenforschung insofern, weil die Kernspintomographie ganz eng damit zusammenhängt. Und das eben als eine medizinische Diagnostik, die für die Menschheit praktisch nicht mehr wegzudenken ist. Gut, jetzt zeige ich ein anderes Beispiel noch. Ich habe schon gesehen, wir haben nicht mehr zu viel Zeit, noch ein paar Minuten. Jetzt kann man sich fragen, was Hahn hier mit den Spins gemacht hat. Kann man das nicht doch in der makroskopischen Welt machen, und zwar mit zum Beispiel mit Wasserwellen? Das ist allen vertraut, das ist relativ einfach. Man hat hier ein Bassin, das sieht man hier, da hat man so einen Tupfer oder man lässt einen Stein reinfallen und hier ist von oben dann fotografiert. Da sieht man, dann entstehen eben so konzentrische Ringe, die wie Wasserwellen eben sich entwickeln. Und dann hat man hier als Funktion der Zeit so Schnappschüsse und sieht hier das Rote, da steht ITM dran. Das heißt Instantaneous Time Mirror, also der plötzliche Zeitspiegel. Und der Zeitspiegel in dem Experiment ist ganz einfach. Da haben Sie diesen Shaker hier und der Shaker haut einmal von unten gegen dieses kleine Wasserbassin. Und magischerweise läuft ein Teil der Welle zurück hier in den Ursprung. Also da wird auch die Zeit umgekehrt und das sieht man viel besser im nächsten Bild noch. Hier oben ist wieder die Zeit als Skala und da hat die Arbeitsgruppe, das ist ein Kollege, Herrn Fink aus Frankreich, der hat hier, die haben nicht sozusagen einen Stein reingeworfen, sondern diesen Smiley. Im Smiley sozusagen reingetaucht ins Wasser und gemessen, dann natürlich kommen die Wellen, die interferieren, überlagern sich, dann kommt hier wieder der Puls von unten, der haut dagegen und erneut magisch erscheint der Smiley wieder. Also die haben im Grunde die Zeit umgedreht für die Wasserwellen. Jetzt kommt die Arbeitsgruppe aus Paris und naja, da haben sie natürlich auch noch einen Eiffelturm reingeworfen und auch der Eiffelturm reproduziert sich und das kann man dann eben auch in der Simulation nachrichten. Insofern funktioniert das für Wasserwellen und da ist es vielleicht naheliegend zu fragen, ob man solche Zeitumkehrspiegel auch für Quantenwellen machen kann.
Und das will ich jetzt am Schluss noch kurz erklären. Dazu muss man wissen, dass eben in der Quantenphysik auch kleine Teilchen wie Elektronen durch Wellen beschrieben werden. Und dazu haben wir hier nochmal ein Billard, so ähnlich wie wir das vorhin mit dem Snooker hatten. Wenn man rein klassisches Teilchen, das Bild ist ein bisschen komisch, hat so eine dreieckige Form. Wenn man ein klassisches rotes Teilchen hier startet, dann reflektiert das hier so rum. Wenn man ein Elektron reintut, in Anführungsstrichen, dann bewegt sich das wie eine Welle. Das läuft nach rechts, hier dieser Wellenberg los, überlagert sich und schaukelt sich so auf, also wie eine Wasserwelle am Schluss in so einem Bassin. Und jetzt aber die Frage, wie kann ich am Schluss eine solche Elektronenwelle als Quantenwelle invertieren? Gibt es da auch einen Zeitumkehrspiegel? Und das ist natürlich viel schwieriger, weil man jetzt nicht von unten einfach gegen ein Bassin hauen kann, wo Elektronen drin sind. Man muss das im übertragenen Sinne machen. Und da kommt jetzt ein System ins Spiel, was Sie vielleicht schon mal gehört haben vom Namen. Das heißt Graphen. Und Graphen ist, wenn man so will, das dünnste Material der Welt. Das ist so wie eine Tischdecke, die dünnste Tischdecke, die man sich vorstellen kann. Ist nämlich nur ein Atom dick, also ultradünn. Es ist extrem robust, es ist 1000-mal stärker und stabiler als Stahl, wenn Stahl die gleiche Dicke hätte. Und es, was uns auch hier in der Physik in Regensburg interessiert, in der Forschung, ist ein exzellenter elektrischer Leiter. Deswegen gab es dann auch damals den Nobelpreis für Graphen. Wir benutzen das jetzt, und da lasse ich jetzt die Details weg, um tatsächlich dieses Wundermaterial zu nutzen, um auch hier Zeitumkehrspiegel für Elektronen zu probieren. Ich kann auch erwähnen, en passant, Graphen spielt überall eine Rolle, hier sogar in Tennisschlägern, ist Graphene Inside, weil sozusagen das Carbon stabilisiert, aber wahrscheinlich ist das mehr ein Gag, Marketing. Was wir angucken jetzt, praktisch als letztes, ist nochmal eine Simulation. Das ist so ähnlich wie Herr Hahn mit den vorhin mit den Spins, nur jetzt sozusagen für eine Quantenwelle. Und jetzt steht hier so ein komisches H mit einem durchgestrichenen Balken. Die Physiker, die ich hier übersehe, die kennen das natürlich, das heißt H quer. Das hängt zusammen mit dem Planck'schen Wirkungsquantum. Von dem haben vielleicht viele schon gehört. Das Planck'sche Wirkungsquantum ist dieses H hier und erklärt die Proportionalität zwischen der Energie eines Photons von Licht und dessen Frequenz nü. Komischerweise wird in der Schule, ich weiß nicht, ob hier irgendwelche Lehrer oder Lehrerinnen sind, in der Schule gibt es immer nur H. In der Uni H quer nur. H quer ist einfach H durch 2Pi, weil man mit H durch 2Pi besser rechnen kann. Deswegen haben wir jetzt ein H quer Wellenpaket genommen. Das ist sozusagen natürlich Spielerei. Unser Elektron hat einfach die Form am Anfang. Und jetzt lassen wir es laufen. Ich hoffe, es lässt sich starten. Quantenobjekte haben typischerweise das Verhalten, dass die auseinanderlaufen, wie eine Welle eben, und anfängt, sich zu überlagern und zu interferieren. Und jetzt kommt gleich, das ist in dem Fall ein Laserpuls, sozusagen der Zeitumkehrspiegel, zack, sozusagen wie das Gegenhauen gegen das Bassin. Und man sieht, dass tatsächlich nach der doppelten Zeit sich hier wieder das H-Quer bildet. Und gleich sieht man auch, dass es wieder verschwindet, weil die Zeit weiter rückwärts läuft. Da haben wir es gerade gesehen, das war quasi das Echo, die Zeitmaschine. Und jetzt läuft es weiter nach hinten, jetzt kann man wieder den Impuls geben und es sozusagen das Elektron vorwärts und rückwärts in der Zeit schicken. Und ich breche das hier vielleicht ein bisschen ab, das kann dann beliebig lang laufen. Hier sind nochmal die Schnappschüsse, eben ursprünglich. Dann kommt hier der Dämon ins Spiel letztendlich, sodass man es rückwärts laufen kann. Und dann hat man am Schluss hier das H-Quer. Gut, wenn man das jetzt zusammenfasst, kann man also sagen, im Kleinen, für Quantensysteme kann man das tatsächlich erreichen, dass man die Zeit umkehrt. Die große Herausforderung ist aber die, ach ja, das habe ich noch vergessen, das wurde von der Presse unser Paper aufgegriffen hier, also Zeitumkehrspiegel, selbst from a laser could reverse time on the quantum scale. Das hier der Spiegel und aus dem abgegessenen Apfel wird wieder ein echter Apfel und hier ist die Uhr gespiegelt, also es wird... Lasse ich jetzt alles mal weg, das ist nicht so wichtig. Ich will noch auf einen Punkt raus, der führt uns in die direkte aktuelle Forschung und Fragen praktisch. Und die geht Richtung Quantencomputer. Erwin Hahn war genial mit der Idee, dass man für einzelne Spins, die aber für sich sind, tatsächlich dieses Echo schafft. Heutzutage ist man aber interessiert, in den Quantencomputern ganz viele solche Spins zu haben und die auch dicht zusammengekoppelt.
Ich hatte ja vorhin gesagt, dass ein einzelner Spin, wie der, so ein Pfeil hier, wie ein Elektron, ist ein Quantenbit mit Einsen und Null. Nach oben ist Eins, nach unten Null. Quantencomputer beruhen darauf, dass man ganz viele davon hat und die alle noch miteinander gekoppelt sind. Und das ist sozusagen ja eine riesen sozusagen Herausforderung und hat aber gleichzeitig große Nachteile. Denn wenn die wieder so stark gekoppelt sind, dann ist das wieder beim Gas, dann gibt es nämlich Quantenschmetterlingseffekte. Wenn ich eins hier eine Operation mache mit einem Qubit, dann werden ganz viele andere von den Spins und Qubits auch beeinflusst und durcheinander gewirbelt. Und das ist eine Hauptherausforderung der heutigen Forschung an den Quantencomputern. Dass man also, das ist, was hier ist, ein ganz schematisches Bild, wo man nur sich vorstellen kann, hier hat man ganz viele Bits, 0 und 1, und die muss man alle gleichzeitig sozusagen durchlaufen lassen, damit der Quantencomputer zu seiner Stärke kommt. Die Problematik ist aber eben, dass ein solches System extrem fragil ist. Wir haben es ja gesehen vorhin auch bei dem Schmetterlingseffekt. Und extrem fragil gegen Störungen und Rauschen und so weiter. Und deswegen sind wir im Augenblick in der Forschung in einer ganz interessanten, oder allgemein als Gesellschaft in einer interessanten Ära. Sie haben die Woche über wahrscheinlich dauernd von Quantencomputern gehört, wenn Sie in den Zelten waren oder in anderen Vorträgen, dass man Quantencomputer programmieren kann, schon programmiert. Man muss immer dazu sagen, was machen die im Augenblick? Wir sind in etwa bei den Quantencomputern, ja, das, wo wir waren mit den normalen Computern 1940 oder 1950, ganz am Anfang. Die Quantencomputer, die man im Augenblick hat, die machen Fehler. Also wenn man jetzt in einen Taschenrechner eingibt, ich will 3 hoch 3 ausrechnen, dann wissen wir, es kommt immer 27 raus. Wenn man 3 hoch 3 im Quantencomputer der heutigen, die heutigen eingibt, dann kommt vielleicht mal 28 raus, mal 31. Es kommt, die sind eben sozusagen noch nicht, sie sind stark fehlerbehaftet. Und deswegen ist das eine Riesenhürde, das zu realisieren, diese Fehler zu reduzieren. Und deswegen ist ein bisschen Euphemismus, dass man sagt, also wir sind gerade in der Ära des Noisy Intermediate Scale Quantum Computing. Noisy bedeutet letztendlich, die machen noch ganz furchtbar viele Fehler. Intermediate High Scale, die sind so mittelgroß, so groß wie die hier, so 50 Bits etwa. Noch zu klein, um wirklich wichtig zu werden. Aber das macht es spannend, weil auch gerade für die jungen Leute hier, die hier sind, hier entwickelt sich ganz viel. Es gibt extrem viel Geld in dem Gebiet, überall auch in der sozusagen Entwicklung. Und das wird dazu führen, dass viele der Ideen aussterben, weil die dann doch nicht funktionieren. Aber es werden eben neue Ideen geboren, die dann am Schluss vielleicht in 30 Jahren oder vielleicht auch in 10 Jahren, das weiß niemand, zu einem richtigen, echten Quantencomputer führen. Und hier, und da springe ich jetzt auf die letzte Folie, dann ist ja auch die Zeit praktisch rum. Jetzt komme ich nochmal zurück zu Loschmidt und der Thematik hier. Warum ist das relevant? Hier geht es um einen Artikel aus diesem Jahr, da steht Anti-Butterfly Effect enables new benchmarking of quantum computer performance. Und darunter running a quantum system backward, then forward in time distinguishes information. Also wenn man einen Quantencomputer, einen heutigen, vorwärts und rückwärts laufen lässt, dann kann man daran messen, wie gut er ist. Und das ist genau das Echo. Das sagt eben, wenn der Quantencomputer ideal funktioniert, dann kann ich ihn vorwärts laufen lassen und rückwärts laufen. Es kommt immer das Gleiche raus. Er ist wirklich sozusagen, er funktioniert. Und deswegen ist das, was Loschmidt 1874 vorgeschlagen hat mit seinen Dämonen, ist ein ganz wichtiges Tool inzwischen, um die Güte und Präzision von Quantencomputern zu messen. Es gibt viele Papers auch jetzt von Google, die das wirklich machen. Gut, damit bin ich jetzt durch die kurze Zeitreise durch von Loschmidt 1870 bis hier sehen wir, das ist 27. Juli 2022, wo also auch Zeitreisen im Kleinsten dann wichtig werden für Quantencomputing. Wir haben gesehen, der große Feind ist Chaos. Chaos ist gefährlich für die Klimaentwicklung und gleichzeitig eine Herausforderung fürs Quantencomputing. Vielen Dank. Ihr Applaus, Herr Richter.
Ja, liebe Freundinnen und Freunde der Physik, hier im Thon-Dittmar-Palais gehen gleich die Lichter aus. Dann gibt es nur noch ein Festivallicht und das ist eben Audimax. Und jetzt muss ich eins gestehen, da wollen Klaus Richter und ich gleich hin. Und aus dem Grunde möchte ich gerne mit Ihrem Verständnis auf öffentliche Fragen verzichten. Wir brauchen ohnehin noch ein bisschen, das bedeutet, Professor Richter, steht Ihnen noch für Fragen, persönliche Fragen zur Verfügung? Mir bleibt jetzt endgültig das als Schlusswort nur noch, dass ich mich ganz herzlich bei euch allen bedanken möchte. Die Physik mit euch zu leben und zu erleben war uns eine große Freude. Wir, das sind die Veranstalter, ich hatte sie genannt, die Partner, die Medienpartner, aber eben auch wir Organisatoren. Und es hat uns viel Freude gemacht. Regensburg ist eine Reise wert und ich hoffe, die Physik für euch auch. Guten Abend.